Isolationssektor. Das Panoptikon. Gewandelte Gegenstände. Sicherheitsgefängnis. Gefährlich. Das war so naheliegend gerade, ne? Oh Mann. Oh, mir ist kalt. Okay. So, wir sind auf jeden Fall. Sind auf jeden Fall richtig. Soll ich das angucken? Ja. Alles klar. Okidok. Wann können die eigentlich fliegen? Kackviecher. Ah, die Waffe ist so kacke dafür. Also für Nahkampf echt scheiße. Okay, Gott. So viele Türen, wo soll ich jetzt erstes hin? Und dieses Licht, holy moly. Gehen wir erstmal hier rein. Okay. Welche nehme ich? Scheißegal wahrscheinlich, oder? Sind auf dem richtigen Weg, aber neuer Kontrollpunkt auf jeden Fall. Okay, wir sind auf jeden Fall Richtung, weil isolierte Verwarnung. Verwarnung vor allem, Verwahrung. So viele Räume. Okay. Hallo. Was? Ich brauche Hilfe hier. Ein Mensch, der mit uns normal redet?
Wo? Da drüben braucht jemand Hilfe. Gleich. Bin gleich da. Ein normaler Mensch. Ich bin schockiert. Wo? Und wo ist da drüben? Kinderwagenprozedere. Ach ja. Ich bin da. Was ist passiert? Ein Scharmützel. Horwitz. Mein Name. Ich... Wird er durchkommen? Mach nicht so ein Gesicht. Es geht schon. Aber Wells ist da noch drin. Ihr müsst ihn rausholen. Wer ist Wells? Mein Kamerad. Wir sind einem gewandelten Objekt nachgejagt. Bis runter in die Uhren. Die Uhren? Ein Grenzbereich. Die Behörde hat ihn vor Jahren abgeriegelt wegen der Uhren. Wir folgten dem gewandelten Objekt hinein, aber ja, wir waren nicht vorbereitet. Nur Wells und ich schafften es zur Kordel im Hotel. Er war direkt hinter mir, aber er kam hier nie an. Ich suche ihn. Aber zuerst brauchen Sie einen Sanitäter. Wells ist der Sanitäter. Bitte holen Sie ihn raus. Ich bin okay, wirklich. Rube kann mich später zusammenflicken. Gut. Aber ich komme zurück. Das will ich hoffen. Benutzen Sie die Kordel da. Dadurch gelangen Sie in die Uhren. Ich meine, in den Grenzbereich. Damit gelangen wir also in die Uhren. Okay. Na dann, jetzt fetzer. Ah ja. Ocean View schon wieder. Warte mal. 16:15 Uhr. Okay. Jetzt sagt man nicht, dass ich... Okay, ich glaube, ich muss genau 16:15 Uhr machen, oder? Ist das jetzt richtig oder nicht? Ich weiß es nicht. Okay, 5:08 Uhr. Oh Gott. Nein! Nein! 5:08 Uhr, doch, ist so richtig gewesen. War richtig, alles gut. Okay, okay. Was ist passiert? Okay. Wells muss in der Nähe sein. Okay. Ja, dann.
Ja, und Blut und sowieso und immer. Alles klar. Brauche Energie. Los, rette mich. Okay. Finde den verschwundenen Sanitäter. Sieht auf jeden Fall gut hier aus, ey. Huch, ei. Na, das sieht doch. Warte mal, bevor wir da hingehen. Nope. Let's fetze. Shit. Na, ich glaube, der schafft das nicht. Sind Sie Wells? Ihr Kamerad hat mich gebeten, Sie zu suchen. Sie meinen Horowitz? Schön, dass er es geschafft hat. Ich blieb hier, um den anderen zu helfen. Ohne Erfolg. Sie haben es versucht. Das genügt. Jetzt braucht Horowitz Hilfe. Wie kommen wir hier raus? Wir sollten durch den Grenzbereich zurück. Dabei können wir nach Überlebenden suchen. Wir beeilen uns besser. Wo lang? Einfach dem Blut nach. Gehen wir. Was ist mit den Uhren? Grenzbereich gefickt. Das war ein normaler Büroflügel, bis der Grenzbereich sich manifestierte. Die Kräfte da drinnen erfassten eine alte Uhr und begannen sie zu kopieren. Jetzt ist das Büro verlassen und voller Uhren. Läufst du weiter oder? Was ist mit dem? Warum läuft denn der nicht weiter? Ach so. Okay. Ist, glaube ich, nicht so begeistert, dass man ihn zuguckt. Die sehen alle nicht ganz so happy aus. Ach, da ist er ja, Dr. Darling.
Hä, es ist voll... Hä? Okay. Blöder Penner. Ein paar Unterstützer hier. Autsch. Das müsste sie. Autsch. Alles ein bisschen crazy hier, finde ich. Aber gut. Hier gibt's nichts weiter. Was machst du denn da oben? Komm runter. Nee, wo müssen wir denn lang? Hier hoch? Ah, hier hoch. Verschlossen. Gibt's einen anderen Weg? Ja, komm her. Mal sehen. Hallo. Jetzt sag mir nicht, ich muss das... Ihr wart also wegen einem gewandelten Objekt hier? Der Anker, ja. Langston sagte, wir müssen ihn einfach nur holen. Aber das Ding hatte eine Kraft. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, Uhren hätte ich zu Genüge da. Also, Boys and Girls, falls ihr Bock habt. Ich gebe nur ohne Uhren aus. So, den Typen mal hier rein. So. Let's go, boy. Komm. Das ist O'Neill. Shit. Sonst kam keiner raus. Mhm. Ich bin mal gespannt, was wir noch so für Sachen begegnen. Oh, nö. Die Rollis. Komm schon. Kann ich von denen keinen Besitzer greifen? Nee, wa? Wie komme ich denn hoch? Komme ich hoch? Ach hier, oder? Richtig, Sascha. Was ist denn das da oben für eine Omi? Einmal du. Hallo. Oh no, Level 4. Agent. Darum muss ich mich erstmal gewöhnen, dass ich jetzt ein Schild habe, ne? Super, super ungewohnt.
Okay, okay. Die Luft ist hier so rein. Ey, Energie bräuchte ich aber echt noch ein bisschen mehr, ne? Es ist ja... Holy moly. Gar nicht gut. Gar nicht gut. So, was haben wir hier? Bisschen Papier, noch mehr... Die ganzen Uhren, ey. Geht's hier irgendwo lang? Ja, geht's. Da hinten hab ich, ne? Mhm. Okay. Gar nicht übertrieben. Als klar wurde, dass wir den gewandelten Gegenstand nicht isolieren konnten, befahl Horowitz den Rückzug. Aber das Zischen hat schon auf uns gewartet. Ich brachte Horowitz zum Schalter und ging zurück. Das war mutig von Ihnen. Die hinten links, ja, 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 klar. Ich bin Arzt. Ich mag nur meinen Job. Die hier. Die legen wir weg, denn die ist für Thorsten. So. Kannst du die mal einpacken, bitte? Ich muss sie mitnehmen nach Hause. Danke. So, ach nee, warte mal. Ich guck mal kurz hier rein vorher. Ist klar. Ja, gerne, gerne, Thorsten. Gar kein Problem. Gibt's nichts? Okay. Da hoch. Tickt aber nicht mehr richtig. Achso, wir müssen zur Parapsychologie, sehe ich gerade. Was habe ich denn da schon wieder angenommen für einen Mist? Ich finde schon eine, die funktioniert doch. So, mach dir mal deinen Kopf. Geht da gerade, steht da oben auf dem Schrank drauf. Immer nur geradeaus. Okay, mache ich. Oh, geil. Total geil. Mich würde mal interessieren, ob mich das Schild auch vor den Explosionen beschützt. Gott, ist das her hier. Ich muss jetzt bestimmt in dem Darkroom, oder? Kannst du bitte aufhören zu schießen? Ich bin hier noch mit Looten beschäftigt. Blöder Penner. Dass er sich einbildet. Frechheit. Gentleman ist ja aber auch ein Fremdwort, ne? So, hab ich denn... Ach, muss er machen, ne? Du Boy. Ich bräuchte dich hier unten. Wo bist du denn? Ah ja. Move die Tür. Nice. Der Motelzugschalter ist auf der anderen Seite der Logistik. Horowitz müsste noch da sein. Hier lag der vorhin, ne? Meine Quinn. Zusatzbemerkungen. Hm.
Der lag doch aber... Von der Zeit her, also die andere Dimension, wäre das eigentlich hier. Tatsächlich, dass der da liegen würde. Okay, okay. Wir sind auch noch über Kisten. Dum-dum-dum. Kiste-Kaste. Yes, sir. Warte mal, hab ich das... Ne, ich bin voll. Okay. Triff Wales Kontrollpunkt. Der Kontrollpunkt ist da drüben. Was ist denn jetzt hin? Wales? Oder? Gehen wir. Okay. Komme. Zeige mir den Weg. Ich folge dir unauffällig. Moment, etwas stimmt nicht mit ihm. Ja, das sehe ich auch. Shit. Ich bin schon mal bewaffnet. Horowitz, oh Gott, nein. Ihr Zischerschweine habt ihr erwischt. Oh, ich sehe den nicht. Zu viel Rauch. Der arme Mann, er ist schwer verletzt. Der Arme. Der läuft ja von mir weg. Ich will den gar nicht töten. Ich habe immer Wutsteine. Na klar. Oh, der Arme. Der ist von mir weggelaufen. War das denn wirklich notwendig? Wales, ich weiß ja nicht, du richtig. Bin mir da ja unsicher. Tut mir leid, Danke. Und danke, dass Sie mich geholt haben. Das HRV von Horowitz ist wohl im Grenzbereich beschädigt worden. Er hat sich geopfert. Wenigstens ist der gewandelte Anker noch in den Uhren weggesperrt. Hoffentlich verrottet er da unten. Wir müssen uns um dieses Objekt kümmern, bevor es noch jemanden verletzt. Ich gehe besser zurück und isoliere es. Gehen Sie zur Geschäftsleitung, Wells. Die brauchen Sie. Danke, Direktorin. Ich gehe hin und tue, was ich kann. Gut, die Frage ist, warte mal. Forschung, wo war denn, scheiße, schaffe ich das noch? Die Frage ist, welche Frage hatte ich noch? Nee. Ich will schnell reisen. Vielleicht schaffe ich das noch. Ich habe ja 5 Minuten Zeit noch für die Aufgabe. Fragen aller Fragen. Hey!
Ich habe währenddessen nicht überlegt, habe ja schon nachgeguckt. Jetzt keep cool in Harmony, okay? So, wir müssen. Warte mal, ich bin ja schon Parapsychologie. Ist das hier? Ist das hier? Ist es. Nein. Komm schon. Ich habe eigentlich eine voll nice Position. Oh. Den habe ich gar nicht gesehen. Schade, die Position war nice. Wo ist er oben, ne? Naja, ist oben. Fuck. Warte, ich komme mal hoch. Flankieren! Ich hasse. Alte Waffe! Chill. Ich muss mich konzentrieren. Wo ist das Kackvieh? Gott, das zieht aber ab, ne? Holy moly. Den Schaden vom Feind. Down. Bin mir da gerade nicht so sicher. Nee, ist er nicht. Jetzt aber. Nicht weichen! KK. Sichere den Bereich, beschütze verbleibenden Agenten. Cool. Ist doch safe, oder nicht? Ja. Nice. Super Luga. So, ich kam von... Wo komme ich denn? Ich bin einmal aus der Tür rausgelaufen. Ist dein Ernst? Das gibt's doch nicht. Angreifen! Kann ich nicht wahr sein. Ich bin einen Schritt aus der Tür rausgelaufen. Lage sie fest! Alles klar. Hi. Whoopsie, nicht gesehen.
verstehe gar nicht. Warum trigger ich hier die ganze Zeit? Was zum Teufel? So, jetzt reicht's aber auch wieder, oder? Wie viele kommen hier noch? Holy moly. Das hätte ich mir normal. KK. So. Wo war jetzt? Der war drüben, ne? Glaube ich. Ich meine, der war hier. Nope, war nicht. Das war das andere. Da oben ist, was ich suchte. Okay, passt. Super. Hier will ich hin. Und ich kann irgendwas Neues bauen. Und zwar könnte ich den... Ich will den Stich nicht aufwerten. Nee. Das will ich nicht. Ich würde gerne wieder... Wo müssen wir denn hin? Logistik eigentlich. Stück. Ach ja, ach ja. Oh Gott. Ist gar nicht. Ach ja, ach nee, ach doch, ach wohl. Mal gucken und sowieso und überhaupt und ja, ja. Okay, warte mal. Oh, das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Es ist einfach so groß hier. Okay. Hier waren wir schon, ne? Okay, Doke, ey. Kommen wir hier an. Das hätte ich mal denken können. So. Warte mal, was passiert? Ah, jo. Ach, siehst du, ich kann die doch in Besitz nehmen. Siehst du? Das geht also doch. Weißt du noch? Oh, da liegt noch ein Buch drin. Hilfe! Oh mein Gott, ich hab kein Leben mehr. Ich hab Scheiße gebaut. Nani, ich wollte leben. Ah.
Jetzt habe ich mich selbst umgebracht. Oh no. Jetzt ist das explodiert. Warum? Scheiße. Warum kann ich mir selbst Schaden zufügen? Scheiße. Das darf doch nicht passieren. Verdammt. Die Frage ist sowieso, wäre ich denn da überhaupt richtig? Nee, wäre ich gar nicht. Weil ich, oder ich muss doch da lang. Ah, okay. Ich bin sowieso in die falsche Richtung gelaufen. Was? Wer braucht bei einer wie dir noch Gegner? Ach ja. So ein Ding ist das jetzt, ja? Die Tür sieht sehr einladend aus.